Hallöchen, hallo, meine Lieben da draußen an den Lautsprechern. Ladies and Gentlemen, willkommen bei der vierten Newcomer-TV-Nacht in der Musikhalle Portstraße hier am Fuße des wunderbaren Taunus. Es ist ein wahnsinniger Herbsttag, Regenwolken türmten sich auf, aber die Sonne kam immer wieder zum Vorschein und viele Menschen aus nah und fern mit Bussen sind angereist, um hier die Newcomer-TV-Nacht zu genießen. Und wir haben natürlich weder Kosten noch Mühen gescheut, euch heute die besten und die krassesten Bands und Musiker und Musikerinnen vorzustellen. Ich möchte euch jemanden vorstellen hier neben mir auf der linken Seite aus dem Schwarzwald. Ein fantastischer Gitarrist, der 2015 als bester Gitarrist sozusagen ausgezeichnet wurde vom Deutschen Rock- und Popmusikerpreis. Willkommen hier an Bord, Dracu. Hi. Hi. Grüß dich. Wie war die Fahrt hierher? Weil ihr musstet ja bestimmt 5-6 Stunden fahren. Die Fahrt hierher war sehr, sehr schön. Wir hatten sehr, sehr gutes Wetter. Wir sind ganz gut durchgekommen. Es gab den einen oder anderen Stau. Es gab den einen oder anderen Blaulichteinsatz auf der Autobahn. Aber wir sind, glaube ich, so in 3 Stunden oder sowas waren wir hier. Also alles gut. Du bist sozusagen mit deinem Solo-Projekt, wenn ich das richtig verstanden habe, unterwegs. Dracu, angelehnt an den großen Magier Rumäniens, den Meister des Düsteren. Aber du bist so ein sonniger Typ. Was verbindet dich mit diesem Namen? Ja, du hast also auf jeden Fall hast du erstmal recht, dass ich ein sehr sonniger Typ bin. Ich komme aus dem schönen Südbaden. Und warum ich dann genau in Rhein-Main beim Newcomer TV bin, das klären wir nachher noch. Aber ich habe tatsächlich rumänische Wurzeln und bin jemand, der da sehr zur Familiengeschichte sich irgendwo auch bekennt, weil das eine sehr, sehr mitnehmende Story ist, die meine Großmutter mit der Familie durchgemacht hat. Und deswegen wollte ich irgendwas reinbringen in mein künstlerisches Dasein, was da so ein bisschen Hommage dran ist. Und deswegen war dann irgendwie die Wahl, auf den Künstlernamen Dracu zu gehen. Ist im Rumänischen nämlich ein Schimpfwort oder ein Fluchwort. Mhm. Und bevor du jetzt irgendwie rausgehst und dich lächerlich machst und dich Sebastian Black oder Sebastian Devil oder sowas nennst, ne, dann nimmst du irgendwas Einfallsreiches und machst noch eine Story draus und hast was zu erzählen. Also. Was mich, ich habe ein bisschen deine Vita durchgelesen, was mich total fasziniert hat, ist, du bist nicht nur als bester Gitarrist ausgezeichnet worden damals beim Deutschen Rock- und Popmusikerversand, sondern auch als bester Schlagzeuger. Also das heißt, du bist Multi-Instrumentalist und spielst auch im Studio die Songs, deine Musik komplett, alle Instrumente selber ein? Ja, das ist ein schöner Vorwand, den ich draußen gerne hinhalte. Nein, das hat tatsächlich mein Schlagzeuger, der die Rock'n'Roll Vampires-Platte mit mir gemacht hat, Leon Huber, hat das eingespielt. Wir haben die Sachen zusammen geschrieben. Also ich bin in der Probe gesessen, habe gesagt, pass auf, ich stelle mir das in dem Song so und so vor. Ich will hier das und das, ich will dies und jenes. Lass mal hier richtig drauf gehen, mach mal hier richtig Dampf und guck, dass du die Triplets auf der Double Bass so rüberbringst und hol die Hi-Hat hier rüber und dies und das. Und weißt du was, wenn du das genauso machst, dann gewinnen wir den Deutschen Rock- und Pop-Preis nochmal. Und ihr habt ihn nochmal gewonnen? Ja. Wir haben ja nochmal gewonnen. Und der wunderbare Schlagzeuger ist auch derjenige, der dich heute Abend begleiten wird, oder hast du ihn dann doch irgendwann zum Teufel geschickt? Ich habe zu ihm gesagt, Leon, irgendwann sind wir alle in dem Alter, an dem musst du daheim ausziehen und deswegen habe ich heute jemand Neues dabei. Nein, Spaß. Leon ist nach wie vor Teil der Band, aber heute gerade mit einer anderen Band auf Deutschlandtour anderweitig unterwegs und beschäftigt. Was bei mir auch so ein bisschen das Schöne ist, ich spiele gerne mit ganz, ganz vielen neuen Leuten, weil das immer neuer Input ist und immer Spaß macht und du lernst immer neue Sachen. Weil der neue Drummer spielt der Benjamin, der da hinten übrigens im Hintergrund sitzt, der spielt das zum Beispiel ganz anders. Ne? Und dann höre ich meinen Song auch mal anders und das inspiriert mich dann wieder, motiviert mich oder frustriert mich. Hoffentlich nicht. Du kommst jetzt, ich glaube im Dezember kommt ein neues Album von dir raus oder ist es noch nicht ganz draußen oder kommst du jetzt mit neuem Material hier in die Newcomer TV Show oder wie sieht's aus? Genau, also aktuell, also geplant war eine Studio-Session für den Dezember. Die haben wir leider aufgrund von Terminüberschneidungen nicht realisieren können oder können wir nicht realisieren, weil wir haben ja jetzt noch dato, jetzt noch November, einen Tag lang. Wir sind aber heute mit dem neuen Material unterwegs, das im April 2019 veröffentlicht wurde auf der Crossfire EP und freuen uns natürlich hier, dass wir bei euch Gäste sein dürfen im schönen Taunus.
Ja, vor allen Dingen, das kam ja so zustande, wie ihr da draußen wisst. Ja, ihr könnt ja unsere, also eure Videos oder Singles oder was immer ihr gerade veröffentlicht, einfach hier an die Newcomer TV Crew schicken und dann bauen wir diese Videos, diese Songs, diese tolle Musik von euch in unser Magazin mit ein. Und so war es mit dir auch. Du hast uns was geschickt. Ja. Vor Anfang des Jahres war das, glaube ich. Das müsste irgendwo so in dem Dreh gewesen sein. Das kam zustande durch die Connection, die ich in Alsax aufgebaut habe. Da ich ja jemand bin, der super gerne rausgeht, wieder Punkt, ganz, ganz viel mit anderen spielen. Also auch Tipp an jeden, der irgendwie rausgehen will, Musik machen will, spielt mit so vielen Leuten, wie ihr könnt. Und irgendwann bin ich in Frankfurt gelandet, habe die Leute im Spritzehaus kennengelernt, war in Alsax unterwegs, war auf der Session, hab einen Chord kennengelernt, hab den kennengelernt, hat er gesagt, hey, hier, komm mal vorbei, schick mir mal dies, mach mal das, mach mal jenes. Connecten. Und einfach alles mitnehmen, was geht, und am Ende des Tages hat man vielleicht Glück und landet bei euch. Ja, natürlich. Also auf jeden Fall ist das ein Weg über das Video, weil das hat uns sehr gefallen und wir haben auch Zuschauer, wie sagt man, Stimmen zu deiner Musik bekommen und haben uns einfach gedacht, wir laden dich ein. Jetzt ist es die Frage, bist du eigentlich im Augenblick auf Tour, weil ich meine, du bist ja eigentlich im Studio, ich habe dich letzte Woche angerufen, da war dir gerade was abgekackt, irgendwie der Computer irgendwie zusammengebrochen, irgendwie also was mitten im Studio beim Gebären deines neuen Kindes, sozusagen. Vier Spuren komplett weg, weil mein Laptop hängen geblieben ist. Nein! Habe ich zwischengespeichert. Nein! Also das heißt, bist du im Augenblick auf Tour oder bist du eher im Studio oder was ist das jetzt eigentlich? Also wie kann man das eigentlich? Ist es eine richtig funktionierende Band, Draku unterwegs mit allen drum und dran, oder bist du kurz vorm Start ins Universum? Also ich glaube, ich nehme den Start ins Universum, weil bei mir ist das so ein bisschen, wir sind viel unterwegs, wir suchen natürlich immer neue Gigs und immer neue Läden, immer neue Regionen, in die wir vordringen können. Angefangen mit, irgendwann sagst du, okay, Bavü, okay, dann gehst du nach Hessen, dann gehst du nach Nordrhein-Westfalen, kurzerhand bist du auf dem Mars. Wir arbeiten da dran, dass wir da überall hinkommen. Und das ist immer so ein Wochenendjob, Donnerstag bis Sonntag. Und unter der Woche bist du dann halt viel am Recorden, hockst im Home-Recording rum, machst hier mal was, da mal was, machst vielleicht ein Feature mit deinen Kollegen aus Berlin, machst ein Feature mit dem. Also on the road sind wir eigentlich immer. So, wir haben jetzt die Wintertour vor uns stehen. Vor 3 Wochen habe ich die Herbsttour fertig gemacht mit irgendwie 20 Terminen. Davor habe ich die Sommertour fertig gemacht. Also das geht alles ineinander über. Aber du musst das halt natürlich immer in so ein Motiv packen, um es zu verkaufen, um den Leuten irgendwie eine Rahmung zu geben. Also wir sind ständig, ich bin ständig am Arbeiten, ob solo mit der Akustikgitarre oder mit der kompletten Band, weil es ist der geilste Job der Welt. Und ja. Ich will arbeiten. Ich wach nicht morgens auf und denke mir, ach nee. Also das heißt, du bist einer der wenigen, die uns hier begegnen, also alles tolle Bands, ganz unterschiedliche Musiker und Musikerinnen, die aber von ihrer Musik leben können? Oder wirst du gesponsert von einem älteren jungen Mann? Genau, ich hab so einen älteren Mäzen, der hinten dran sitzt und, genau. dann immer, wenn das Licht ausgeht, sagt er zu mir, spring nochmal. Nein, auf jeden Fall, also was heißt davon leben können? Man kann davon leben, es kommt halt drauf an, kannst du von 800 Euro im Monat leben? Ja, eben. So, und wenn du jetzt nicht unbedingt einen Lebensstandard hast, an den du dich gewöhnt hast, so irgendwie 2.500 Euro im Monat zu haben und du brauchst jedes neue iPhone und jedes neue Paar Schuhe und keine Ahnung, und du wirklich dich auf Prioritäten runterbrechen kannst, dann klappt das. Also dann kannst du davon leben. So. Und ich mach das so gut es geht. Ja. Und du musst natürlich auch mega hinterher sein, dass die Aufträge stimmen. Ich arbeite natürlich dadurch auch mit ein paar Firmen aus dem Musikgeschäft zusammen, so, also gerade jetzt so Instrumentenhersteller, Verstärkerhersteller, für die man dann mal irgendwelche Messeshows macht oder sowas. Oder man produziert mal was für eine, letztens habe ich eine Anfrage bekommen von einer, diese Krankenkassen, die für die Zahnärzte, diese Zahnkassen. Zahnarztmusik. Zahnfeekassen. Du solltest Zahnarztmusik machen. Ich glaube, eigentlich mache ich schon immer Zahnarztmusik. Das ist, wahrscheinlich muss ich selber noch den eigenen Bohrer finden und dann meine Füllung aus mir rauslassen. Der eigene Bohrer. Ich meine, du bist ja sehr wahrscheinlich, also ich gehe einfach mal davon aus, du bist heterosexuell und bist auch in Familienplanung, und für Musiker, die oder Musikerinnen, die dann Kinder bekommen, ist es natürlich dieser
dieser Job besonders hart. Ja, also da kommst du mit 800 Euro dann zum Beispiel nicht hin. Ja? Wenn du sagst, dass ich in Familienplanung bin, willst du sagen, dass man mir ansieht, dass ich nicht mehr Anfang 20 bin? Nein, gar nicht. Du siehst total süß aus und du bist wahnsinnig kuschelig und liebesbedürftig. Also das, du kamst ja von der Autobahn und du bist uns ja förmlich in die Arme geflogen. Geflogen. Und ich habe sofort, das Erste, was ich gesagt habe, ist, als du mich gefragt hast, was ich brauche, habe ich gesagt... Liebe. Richtig. Ja. Also insofern glaube ich einfach, dass du nicht alleine bist und mit einem Tross von Mädels oder Jungs unterwegs bist. Ja. Aber wie gesagt, 800 Euro ist schon, da musst du, dann bist du eigentlich eher ein Einzelkämpfer, wenn du damit klarkommst. Also wir haben eben, immer wieder die Situation, dass du halt irgendwie mit Freunden unterwegs bist, die dann halt in deinem Alter sind, 27, 28, 29 aufwärts oder sowas. Die sind natürlich dann verlobt oder dann musst du mal auf eine Hochzeit spielen und dann kaufen die sich ein Haus und dann denken die über Kinder nach und sowas. Und das Gute bei mir ist, dass ich privat, also persönlich, auch eine absolute Katastrophe bin. Das also heißt, asexuell. das weiß ich alles noch nicht, das muss ich alles noch rausstellen. Aber bisher haben es meine Charaktereigenschaften nicht geschafft, dafür zu sorgen, dass eine weibliche Partnerin länger bei mir bleibt. Also, was ich nicht verstehe. Du, ich in dem Moment, in dem Moment verstehe ich es wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob ich es in dem Moment verstehe oder in der Retrospektive erst verstehe, aber es ist mir manchmal auch sehr fragwürdig. Aber ich denke dann auch nicht so viel nach, weil zu viel nachdenken ist ja auch nicht. Aber auf der anderen Seite kann ich dir nur sagen, du hast wahnsinnig Schwein gehabt, weil du kannst dich komplett 24 Stunden am Tag um deine Musik kümmern, du kannst dich in Studios rumschlagen, du kannst unterwegs sein und niemand ist da, der nörgelnd dich anruft und sagt, wo bleibst du denn schon wieder? Also das gibt's. Das gibt es tatsächlich nicht, wobei ich auch sagen muss, dass ich das mal gehört habe, dass es auch so funktionieren kann, dass man eine Partnerin hat, die hinten dran steht, mit auf die Konzerte kommt und sowas und dann im Backstage auf einen wartet oder so. Aber bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich nach Hause gehe, bin ich komplett alleine und wenn ich dann traurig bin, dann weine ich auch alleine und so. Also, aber wachst du am nächsten Morgen wieder auf, kaufst dir irgendwie Schokolade und dann... Bei mir ist es so, ich gucke dann halt über die Dächer von Bornheim. Also ich wohne im vierten Stock und dann gucke ich da über die Dächer und nachts der Mond scheint, die Katzen miauen. Das ist super, wenn man alleine ist. Das ist inspirativ, oder? Die Katzen miauen mit dem Ausblick über Bornheim bei der untergehenden Sonne an einem diesigen Herbsttag. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Genau. In diesem Sinne freue ich mich total auf euren Auftritt gleich. Hast du ein besonderes Programm jetzt für Newcomer TV zusammengepackt? Wir haben von meiner ersten CD was dabei, wir haben von meiner zweiten CD was dabei und wir haben von meiner dritten CD was, also von der aktuellen was dabei. Und das haben wir gepaart mit einer alten Bluesnummer von T-Bone Walker und vielleicht noch irgendwas anderem, was ich hier noch nicht erzählen will, damit ihr in Zukunft auch auf die Konzerte kommt und euch das anhört. Auf jeden Fall in diesem Sinne. Was steht 2020 auf dem Planungstisch? Es steht 2020 ziemlich viel auf dem Plan. Ein paar Dinge, über die ich noch gar nicht reden darf, so geheim sind die. Weil es unter anderem ein paar Auslandssachen gibt, die auf dem, wie du gerade gesagt hast, wirklich in der Form auf dem Tisch liegen. Und bevor da noch nicht alles nied- und nagelfest ist, will ich auch erstmal meine große Klappe halten, was mir oft sehr schwer fällt. Die Leute, die mich kennen, werden das wissen. Aber sobald es dann Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr die auf allen sozialen Medien und auch persönlich bei mir, wenn man mit mir redet, ich erzähle das dann auch weiter. Also das gibt es tatsächlich auch noch neben sozialen Medien, falls das auch mal der ein oder andere irgendwie. Also Telefonnummer steht bei dir auf Facebook, man kann dich anrufen. Ruft mich an, weil ihr habt mitbekommen, ich bin oft und viel alleine. Ihr könnt gerne einfach mal anrufen und Hallo sagen. Man versteht es nicht, warum so jemand alleine ist, aber ihr da draußen seid nicht alleine, weil ihr seid umgeben von Millionen von Musikliebhabern und Liebhaberinnen und ich hoffe, ihr habt jetzt gemeinsam unglaublich viel Spaß bei Draku mit seinen Jungs hier live in der vierten Newcomer TV-Nacht. Danke Draku, dass du da warst. Bye!